Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei Einstieg in Riff-Aquaristik. Ja, in meinem letzten Video, da kamen die Farben der neuen Korallen nicht so wirklich rüber und aus diesem Grund habe ich heute mal ein neues Video gemacht. Ja, bleibt dran, ich hoffe es gefällt euch. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie gesagt, heute möchte ich gerne mal ein Video machen, wo die Farben einfach ein bisschen besser rüberkommen. Bei dem letzten, da war immer der Blaustich ziemlich doll. Ja, jetzt kann man heute einfach mal die Polypen besser sehen, wie die expandieren und wie sie sich bewegen in der Strömung jetzt. Also das finde ich echt klasse. Ja, hier ist dann halt wieder die grüne, die man im letzten Video nicht so gesehen hat. Auch die bekommt nach und nach jetzt immer mehr Polypen. Die muss ich halt auch noch ein bisschen eingewöhnen. Auch hier super schicke Tiere. Ja, hier sieht man auch nochmal meine Tisch-Acropora, die einfach richtig mega geiles Polypenbild wieder gekriegt hat. Und hier sieht man halt jetzt richtig, dass die wieder richtige Fußscheiben ausbildet und die abgestorbene Koralle halt wieder überwächst. Das finde ich schon echt klasse. Dann haben wir hier noch eine schöne blaue. Ja, die Farben kommen echt klasse rüber. Haben wir hier noch eine, die hat halt, ja weiß nicht, das war diese Bicolore, die hat einmal einen Grünstich und dann die Spitzen sind so leicht lila, finde ich echt klasse. Davor sitzt noch mal eine schöne grüne, fast gelbliche. Dann hier meine Goniopora, die bewegt sich auch richtig klasse in der Strömung, das gefällt ihr richtig gut, also ich bin mit der Maxberg Jaya echt zufrieden. So, dann haben wir hier noch eine, auch richtig schön. Hier noch eine wunderschöne blaue. Ja, man sieht halt an den ganzen Korallen richtig, wie die jetzt expandieren und wie die sich bewegen in der Strömung. Das ist schon echt klasse. Hier noch meine Acropora Joker. Hat halt auch richtig schöne Wachstumsspitzen. Die dann immer so ein bisschen lila rüberkommen. Also ich finde, da kann man echt nicht meckern, also echt klasse, wie das jetzt so langsam läuft, das Becken. Ja, auch der Blick von vorne jetzt durchs Becken ist echt klasse. Hier das Griffdach. Also ich bin da echt mega zufrieden mit. Ja, hier vorne an der Spitze möchte ich halt noch so ein paar Tisch-Acroporen hinhaben. Hier noch eine, die auch richtig schöne blaue Polypen hat. Also die finde ich echt stark. Mega schönes Tier. Hier ist meine Hypnopora. Auch richtig klasse. Da habe ich hier jetzt nochmal einen Ableger von gemacht. Na, hier auch mal die Bob Marley jetzt. Auch richtig klasse. Dann hier noch eine schöne blaue, fast lilane. Ja, ich bin da echt mega mit zufrieden. Also da hat mir Korallenwahn echt geile Tiere rübergeschickt. Ah, jetzt diese Woche kommen natürlich auch die anderen noch. Da bin ich echt gespannt.
auch meine Stylopora hier, die Milka, die ist echt Wahnsinn gewachsen. Also die wächst sogar hier jetzt schon am Riff fest. Da hinten auch. Das ist echt klasse, wie die in die Höhe schießt hier. Also ich habe hier meine Hand daneben, also das ist schon echt Wahnsinn. So groß wie eine Hand. Hier auch nochmal die Korallen von der anderen Seite. Also die haben sonst echt nie irgendwie Polypen gezeigt und das machen die jetzt auch durch die Strömung, denke ich auch mal, und ja, halt die Stabilität der Werte. Das ist echt klasse. Jetzt muss halt nur noch die neue Lampe kommen, da warte ich ja täglich drauf. Die Giesemann Aurora V8. Und dann geht das los. Echt cool. Ja, hier sieht man auch mal eine Glasrose von mir. Ist auch soweit ja, die einzigste. Eine kleine ist hier unten noch. Da muss ich dann auch mal demnächst bei und wegspritzen, die beiden. Ja, hier sieht man auch noch mal meine Chalice. Richtig schöne Farben. Ja, ich hoffe, man kann jetzt ein bisschen besser meine Farben der Korallen sehen. Auch hier nochmal meine Kaulastria. Also echt klasse. Schön aufgepumpt. Auch meine Muschel. Die Farbe ist sowieso mega von der. Also echt Wahnsinn. Auch hier nochmal mein Hawaii Dog. Auch richtig süß, der Kleine. Mein Borstenzaun, der hat sich auch wieder beruhigt. Der war ja die ganze Zeit hinten immer am Schacht, weil ich den mal geputzt hatte und da ein bisschen Algen dran waren und jetzt spiegelt er sich da immer drin. Aber die beiden, die vertragen sich super und schwimmen miteinander hier durchs Riff. Also das ist echt klasse mit anzusehen. Ja, dann haben wir hier noch den kleinen Groot mit seiner Montipora Superman auf dem Schoß. Auch ein richtig schönes Tier. Da hoffe ich ja, dass sie den schnell überwächst. Aber beim Meerwasser dauert natürlich alles ein bisschen länger. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Lasst mir einen Daumen da, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut dies gerne. Ja, und wenn ihr Interesse habt, in meine Facebook-Gruppe zu kommen, das ist Eider-Aquaristik, da würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Da sind wir jetzt 330 Mitglieder und sind immer wieder schöne Diskussionen. Und natürlich erfahrt ihr da auch immer am schnellsten, wann ein neues Video von mir kommt. Ja, ich mache das natürlich gerne hier mit den Videos, weil ich einfach den Leuten, die noch nicht so viel Erfahrung haben oder sich nicht trauen, ein Meerwasser-Aquarium sich zu holen, einfach das Hobby ein bisschen näher zu bringen. Ja, und anhand eurer Resonanz, da merke ich das auch, dass euch das gefällt, was ich hier mache. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, lasst mir einen Daumen da und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es wieder heißt, Eider bringt euch weiter. Bis dann. Ciao.